Hallo und herzlich willkommen zu einem One-Taker über die Powerboxen und Silentboxen. One-Taker daher, ich mache das ohne Skript, einfach Free-Flow, unser Wissen in Bezug auf die Produkte euch so ein bisschen nahegebracht. Ich mache das wirklich so aus dem Stegreif heraus und hoffe, dass da für euch einige Informationen zusammenkommen, was für euch dann hilfbar sein wird, um irgendwelche Planungen besser voranzutreiben in Bezug auf die Cannabis-Clubs. Das ganze Video könnt ihr dann auf YouTube anschauen, weil wir jetzt noch nicht genau wissen, wie lange es gehen wird. Ich werde da mal anfangen, ein bisschen zu erzählen, dass wir aus Carbon Active grundsätzlich und ausschließlich EC-Motoren verbauen. EC-Motoren, das heißt Electronically Communicated, das sind Gleichstrommotoren. Die sind in der Anschaffung grundsätzlich natürlich teurer als AC-Motoren, was Wechselstrommotoren sind. Aber in der Klimatechnik wissen wir ja, dass wir die ein klein wenig regeln wollen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Luft, wir brauchen ein bisschen weniger Luft. Und das soll ja auch stufenlos passieren. Und somit ist ein EC-Motor, der kann über ein einfaches Signal 0 bis 10 Volt angesteuert werden. Das ist eigentlich die Grundausstattung, ist ein LAN-Kabelanschluss und darüber gibt man eigentlich das Signal. Das kann jetzt von einer Grow-Control-Steuerung kommen, eine Steuerung von GSE oder halt eben auch Steuerungen, die von größeren Herstellern kommen oder auch wir, wo ganze Schaltschränke bauen. Das ist ein Übergangsstück, das ist immer dabei, damit eigentlich all die Standard-Steuerungsgeräte adaptierbar sind auf die EC-Motoren. Wir liefern ab 3.500 Kubik die Motoren. So sieht ein 3.500 Kubik, ah, so schwer ist er gar nicht, ein 3.500 Kubik Motor aus. Der ist jetzt von Silabec. Wir haben das Glück oder auch die Ehre, jetzt mit Silabec und EBM Papst gemeinsam zu arbeiten. Das liegt auch ein bisschen an den Lieferfristen von den beiden Herstellern. Die haben hohe Lieferfristen, solche Motoren, auch wenn man sich ein bisschen gewohnt ist, natürlich in den Shops einfach dahin zu gehen, zu sagen, ich hätte gern Filter, ich hätte gern Lüfter, dass man die Lager hat. Das geht auch gut, wenn es kleine Motoren sind. Alles, was dann größere Motoren sind, Industriestandard ist, da ist man auch den Lieferfristen ein klein wenig mehr unterlegen. Das variiert so zwischen 8 Wochen und je nachdem 24 Monate. Das hatten wir zum Beispiel bei der EBM auf der Größe, 3.500 Kubik. Da haben wir 24 Monate Wartezeiten gehabt und da konnte jetzt uns Silabec aushelfen. Die haben wir jetzt wieder zur Verfügung, können wir heute bauen und euch liefern. Man erkennt ja eigentlich, und das ist etwas, was ich ein bisschen mehr aufmerksam machen möchte, dass der 5000 oder 7000er Kubik, was jetzt die Kiste ist, die ist 600 mm auf 600 mm und hat einen 400 mm Anschluss. Und da muss man jetzt einfach wissen und verstehen, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Motoren, also Ventilatorenhersteller, dürfen hier einen 400 mm Anschluss anbauen, anflanschen, weil das ist die Einströmdüse, das funktioniert. Aber die Idee ist dann halt nicht, dass man mit einem 400 mm Rohr weiterfährt, weil die Luftgeschwindigkeit extrem hoch ist. Das Gesetz sagt, dass man 1,5 mal den Durchmesser, also hier in dem Fall dann 600 mm, auf der gesetzlich gegebenen Kanalgröße oder Rohrgröße aufdimensionieren muss, damit die Luftgeschwindigkeit im Kanal entsprechend ist. Hier ist es 5 bis 6 Meter pro Sekunde. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt auch auf dem Markt halt Vorfilterboxen. So Kisten, die kann man auftun, die haben einen Vorfilter drin, wo halt einen 400 mm Anschluss haben. Aber die Kisten sind dann halt schon auf die 2 Meter pro Sekunde ausgelegt. Also 400 mm, 2 Meter pro Sekunde ist das, was ein Filter angeströmt werden kann. Und hier ist man bei 12 Meter pro Sekunde. Also, damit das Sinn macht, wenn wir jetzt hier direkt auf so eine Filterkiste gehen würde mit 400 mm Anschluss, dann wäre der Vorfilter so stark angeströmt mit der Luftgeschwindigkeit, dass wenn der ein bisschen voll wird und ein bisschen feucht wird,
mit dem Druck von über 2000 Pascal reißt es den einfach rein in den Motor und verfetzt den und der Motor geht kaputt. Also da muss man sich dann halt auch ein bisschen darauf achten, dass die Kisten generell von allen Herstellern sind die Anschlüsse kleiner, als was man es eigentlich bewegen sollte, die Luft. Und schon gar, wenn man es dann filtern muss, die Luft. Das war die Interferenzen. Wie gesagt, ist ein One-Taker, deshalb gibt es natürlich da auch kleine Störfaktoren, die mit reinkommen. Gut, so viel zu Lüftergrößen. Wir haben das Sortiment für euch gestrafft. Wir bieten euch 3500 Kubik, 5000 Kubik, 7000 Kubik, 11000 Kubik und dann der 18000 Kubik. Janine, würdest du mir eigentlich noch ganz kurz die Broschüre holen? Das Standardsortimentheftchen, da zeige ich es euch noch ganz kurz. Und wo wir uns auch exklusiv aufhalten, sage ich mal, ist im rückwärts gekrümmten Radialmotor. Also wir verbauen ausschließlich die rückwärts gekrümmten Radial. Was bedeutet rückwärts gekrümmte Radial? Also Radial ist immer, wenn die Luft so angezaugt wird und dann über das Lüfterrad so wieder zurückgestoßen wird. Danke viele Male. Ich habe vorhin den 18000er erwähnt, der würde dann so aussehen. Gut, das ist dann der größte, das sind nicht mehr solche Boxen, die werden dann schon größer, haben schon Füße, 18000 Kubik, das ist dann schon ein bisschen merklicher. Ja. Also, rückwärts gekrümmte Radial. Radial, es gibt zwei verschiedene Arten von Motoren, es gibt die Axialmotoren und entsprechend die Radialmotoren. Axialmotoren nehmen die Luft so an und schieben die so raus und da ist das Lüfterrad über die Achse, axial. Und radial ziehen so an und schmeißen sie so raus über das Rad, deshalb radial. Es gibt zwei verschiedene Arten von Radialmotoren, die das nach vorne auswerfen, das kennt man auch, die Boxenmotoren, wo dann da vorne so Schaufeln erkennbar sind und die Luft strömt dann so vorne aus. Würden aber, wenn man die Boxe sehen kann, oh, bin ich drauf? Ja. Würde man aber sehen, dass die Luft theoretisch eigentlich in das Rad eingezogen wird. Ich hätte sogar noch irgendwo einen rumliegen. Aber weil wir ja wieder in die Tube rein wollen, bauen wir darum das Gehäuse um den Radial und kommt trotzdem hinten raus. Also ist wieder in der Achse die Luft, aber der Motor selber ist radial. Und jetzt gibt es da natürlich Gesetze, also Gesetze, Luftströmungsgesetze, die uns besagt, wie viel Platz man wo haben muss, damit wenn der Motor in eine Kiste oder sonst irgendwo eingebaut wird, dann, wenn die zu klein wäre, könnte die Luft natürlich nicht richtig strömen. Also verliert er eigentlich schon an Leistung, bevor man irgendwas anderes vorne, hinten gebaut hat. Also ist die Auslegung der Kiste wichtig, so dass sie im perfekten Rahmen ist, nicht zu groß, nicht zu klein. 400 Anschluss, nochmals, tun wir drauf, damit man anbinden kann, aber im besten Fall geht man nach offen größer. Druck habe ich kurz erwähnt. Alle unsere Produkte haben eine Druckkurve, die ist aufgezeigt, ist ein bisschen weit weg jetzt, um die richtig zu sehen. Findet man auch bei uns im Internet. Dazu möchte ich halt auch ein bisschen Bewusstsein schaffen. Das ist ein schweizerdeutsches Wort gewesen, schaffen. Bewusstsein erschaffen oder geben. Wenn ein Lüfter, so wie er hier da liegt, so, dann hat der keinen Widerstand. Da zieht es vorne ein, da bläst es aus, das ist der egal. Dann leistet die bei null Gegendruck die Kiste zum Beispiel 7000 Kubik. Das Gegenteil ist, wenn jetzt hier bei der Ausströmung der Luft ein Deckel drauf geht und die ist komplett dicht, die Kiste, da kann man hier in der Kiste einen Druckaufbau messen. Der hat dann zwar keine Kubik Luft, die gefördert wird, aber wir haben über 2000 Pascal Druck in der Kiste drin.
Und somit ist in der Lüftungstechnik wird halt immer der Arbeitspunkt gesucht. Also man verbaut die Kiste in ein Rohrleitungsnetz, das wird dimensioniert. Je größer das Rohr ist, desto kleiner ist der Druck im Rohr, wo die Luft strömt. Je besser die Filter ausgelegt sind, desto kleiner ist der Gegendruck. Aktivkohlefilter machen hohen Gegendruck. Und das summiert sich dann zusammen, also 50 Pascal da, 150 Pascal dort, 300 Pascal hier, gibt es eine Liste, dann hat man, okay, die Anlage, die gebaut wird, die hat 583 Pascal Gegendruck. Und dann kann man hier eigentlich im Prinzip schauen, okay, 500 Pascal ist hier, dann geht man eigentlich rüber, bis man hier auf die Kurve trifft und der Punkt hier, den nennt man Arbeitspunkt. Und da kann man dann runtergehen, jetzt sieht man, bei 500 Pascal Gegendruck wären hier immer noch effektiv 6500 Kubik, die aus der Kiste dann im System mit Rohren und Filtern gefördert wird. 500 Pascal sind für die Motoren wenig, wie man es hier sieht. 500 Pascal, da gibt es viele Motoren auf dem Markt, auch AC-Motoren und vor allem Axialmotoren, wo nicht mal so hoch kommen. Die knicken dann schon bei 200 Pascal ein und die Kurve ist dann flach abnehmend. Aber das ist ein bisschen Details. Da kann ich auch sehr gerne Frage beantworten oder das mal ein bisschen genauer erklären, wie es nur über die Druckkurve funktioniert. Vielleicht auch mit zwei, drei Mitbewerbern, Produkten, die alle ausgezeichnet gut sind. Für kleinere Anwendungen, kleinere Zelte, Filter, Schlauch, Lüfter fertig. Da gibt es alle sehr, sehr gute Produkte. Wir durften halt auch über die Jahrzehnte im Raumbau Erfahrungen sammeln, wo wir einfach sehen, wenn die Anlagen ein bisschen größer werden, dann müssen auch die Lüfter größer werden. Da braucht es ausschließlich rückwärts gekrümmte Radial, nicht mal vorwärts gekrümmte Radial, bringen die Leistung und können euch das die Motoren in Boxen bieten. Und das nächste Video werden wir dann auch so einen One-Taker machen. Und da geht es eigentlich um das nächste Broschüre, das wir haben. Das ist dann die ganzen Produkte in Air Handling Units. Das ist natürlich dann noch ein weiterer Schritt in die richtige Professionalität von Lüftungskonditionierung von Luft. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und hat auch einigermaßen Spaß gemacht zuzuhören. Das habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Ich bin da selber auch ein bisschen nervös, was das anbelangt. Also ich hoffe, das kommt gut, gegenseitig wollen wir, Together We Grow, uns unterstützen. Ihr habt Großes vor in Deutschland. Wir haben gewisse Erfahrungen und Kenntnissen. Die würden wir euch gerne helfen und ein Projekt zusammen erstellen. Ich wünsche gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke.